Also, gestern wurde beschlossen, ob Reinhold und ein Begleiter in das Seti-Cola hineinsteigen wollen, weil jetzt vor Ort doch gesehen wurde, dass das für alle nicht besteigbar ist. Wer es sich zutraut, könnte mitgehen. Über Nacht, nachdem es uns ordentlich eingeschneit, die Zelte eingefroren hat, ist die Lage die, dass auch den Reinhold keiner so richtig begleiten mag. Und mal schauen, wie sich es jetzt entwickelt. Ja, jetzt gehen wir erstmal zum Frühstück. Auf jeden Fall ist es auch für uns alle hier die Erfahrung, dass um diese Zeit hier oben mit so viel Schnee nicht mehr zu rechnen war. Und wir haben jetzt gerade die 1-2 Stunden Sonne und Wärme. Aber das wird nicht ausreichen, um hier alles durchzutrocknen. Unser Zelt, das enteist erst einmal und es ziehen schon wieder Schneewolken auf, also eher hält sich die Stimmung auch gerade in Grenzen und die ersten sind doch jetzt ordentlich erschöpft nach den letzten Tagen. Okay, Frühstück.